Krokodilzerschmetterer. Artefakte. Artefakte verleihen Spezialeffekte. Es reicht, die Artefakte zu besitzen. Einige dienen als Boni, in deren Genuss man nach dem Durchspielen kommt. Du kannst die Effekte in der Artefakt-Effektliste einzeln an- und ausschalten. Du kannst jetzt 6 zusätzliche Arts wählen. Drücke im Art-Menü Y, um eine Matrix zur nächsten zu wechseln. Von einer Matrix zur nächsten zu wechseln. Um Arts auf die zweite Matrix zu wirken, drücke LT sowie Y oder X oder A. Okay. Fertigkeitenmatrix. Strategie. Hallo Masaki. Schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir? Artefakte. Ganz einfach hinzufügen. Okay. Gegnerinfo. Nur das mit den Arts habe ich jetzt noch nicht ganz herausgefunden. Ja, wenn ich LT drücke, passiert halt einfach nur das hier. Da. Ah, hier. Wird ändern A2. Okay. Was habe ich denn bei dem ersten? Wie von dem Mond sein heulender Azursturm. Und die Schwalbenklinge war. War, glaube ich, nichts, was ich wollte. Schwertregen Alpha. Jetzt ist man nur stimmen auf den Gegner in Hage von Hieben heraufbeschwört. Der Klingt für einen Doppelangriff abfeuert. Nur stimmen auf den Gegner. Hoch in die Luft aufsteigt. Wobei, warte mal. Da mache ich mal das. Warum habe ich da eigentlich zweimal Trugbild? Eine Falke? Nein. Luna Rondo. Rüstung. Und Sternstopp mal hier mal. Okay. Sehr schön. Dann haben wir das auch herausgefunden. Pfirsich-Gelee. Reiß. Okay, da vorne geht's wieder in die Höhle. Kristall. Was sind das denn für Viecher? Yeah.
Das ist also heulender Zusturm. Autsch! Ja, die sind schon wieder etwas stärker. Ich merke es ja. Okay, alle Stufe 23. Was haben wir hier dran? Juhu, Geld. Das ist sehr, sehr schön. Wir Flugmonsterchen. Ihr Level höher. Naja, aber noch geht's. Jetzt sind die beiden wieder dran. Die sehen wie diese Flauschebälle. Ich weiß nur echt nicht, was das darstellen soll. Heffer. Wie sind sie niedlich? Wie so kleine Gremlins. So, einmal. Quatsch, einmal blocken. Okay, das Ding kann ich nur, glaube ich, schon. Level Aufstieg. Sehr gut. Juhu. So. Ich frag mich, was das nächste Gebiet ist. Da hinten ist ein Schloss. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ein ganz, ganz ungutes. Ich glaube, in dem nächsten Gebiet könnten wir einen draufkriegen. So, Kristall. Ich versuche jetzt auch so viele Kämpfe wie möglich mitzunehmen. まだまだ行くわよ。
Einmal. Ich glaube, das müsste jetzt das letzte Spiel sein. Ja, ja, ne? Vielleicht. Okay, nur wenn wir zurück. Hier ist was. Nee, warte mal. Dann benutzen wir einmal ein Orangengelee. Können wir nämlich das Ding wieder mitnehmen. Dann verlieren wir auch nichts. Und die wunderbaren Viecher so hier wieder. Die Nachreiter der Affen. Die wir vor zwei Gebieten getroffen haben. Die sind jetzt nicht geheilt. Das ist gut. Nein, 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 nein. Heil mich. Heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Sehr schön. Hier sind alle 24. Was ist hier drin? Dein Mantel. Okay, für wen ist das? Nein? Nein? Ah. Für Dua Lima. Da ist nichts, wo ich hoch kann. Ruinen. Okay. Ja gut, wäre jetzt die Frage. Links, geradeaus oder rechts? Wo müssen wir hin? Je nach Maxa. Wo ist das? Hör auf, zurückzurollen. Gut, wir gehen erstmal in diese Richtung. Ich würde auch gerne noch ins nächste Gebiet kommen. Wir haben ja nur eine halbe Stunde. Danach muss ich unbedingt mal was essen. Ich habe jetzt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Oder diese paar kleinen Panzerriegel da. So. Ja. Pfeil habe ich. Aber nur einer. Okay. Mit allem können wir dienen. Göttliche Phylexiklon. Ich
ここが峠だ。この先は下りになる。ってことは、ここから先がミハグサールか。うら。そうだ。山。Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Frage werde ich mir glaube ich auch noch weiter stellen. Okay, die Sache mit Dualim sind aber echt geil. Kampfabschlüsse. Hier haben wir jemanden zum Heilen. Wer so oft den Kampf gegen einen Zirkel konzentriert, dass ich gestolpert und hingefallen bin. Passt auf, dass euch das nicht passiert. Mal gucken. Strahlerz. Warte, mit Kind machen. Zum Glück ist er noch Grundschüler. Nächstes Jahr sieht er schon anders aus. Also Grundschulmatte würde ich auch noch hinkriegen, ja. Ich sag mal so, ab der 7. Klasse sieht es bei mir schwierig aus. Also Mathe 6 und 6 bei mir. Na gut, ganz so schlimm nicht. Ich war im 4er, 5er Bereich ab und zu meine 3. Wie ich die 3 allerdings hingekriegt habe, ich habe keine Ahnung. Und das Problem ist, ich wollte halt auch nie Mathe-Nachhilfe haben, weil ich jedes Mal angemeckert wurde, wenn ich was falsch gemacht habe. Egal, ob man von meinem Vater, gut, der hat mir wenig geholfen, oder von meinem Großvater. Allein schon diese Ungeduld, wenn sie mir versucht haben, was zu erklären, und ich schon gemerkt habe, oh, okay, sie werden ungeduldig, aber ich kapiere es einfach nicht. Es war fürchterlich. Also Mathe, ganz, ganz schlechte Erinnerungen dran. Mathe ist einfach... Ja, Mathe ist Mist. Mir graust da schon vor, wenn wir dann Kinder haben. Ich habe das vorhin schon gesagt. Mathe, den Scheiß kann er machen mit den Kindern. Da habe ich keinen Bock drauf. Den mache ich nicht. Wir hoffen nur beide, dass sie dann tatsächlich kein Abitur machen, weil wenn sie sein Abitur machen sollten, haben wir die Arschkarte, weil wir kommen beide nicht mit klar. Ich hab Fotos, als ich das gemacht habe, ich habe ihm nur gezeigt, was wir da machen müssen. Er hat sich das angeguckt. Ist aufgestanden, ist gegangen. Wir hatten beide keinen Bock mehr. Ich habe dann einen Kumpel gefragt, ob der mir das erklären kann. Mathe war schneller wieder aus meinem Kopf, als ich gucken konnte. Physik sieht anders aus. Physik kann ich. Physik kriege ich hin. So hat man da keine Probleme, aber meine Tochter. Ich weiß nicht, ich glaube, Jungs haben da auch nicht ganz so Probleme. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube, da interessieren sich Jungs eher für. Also klar gibt es auch welche, die so Probleme haben, aber eher weniger, glaube ich. Weil früher in unseren, oder in jeder Klasse, in der ich war, wir hatten immer nur Jungs, die wirklich Mathe konnten. Ich glaube, zwei Jungs, die echt auch scheiße waren. Mit denen habe ich mich dann auch ganz gut verstanden. Weil wir saßen da meistens in einer Ecke, waren auch meistens in einer Gruppe. Ich weiß nicht, was sich die Lehrer dabei gedacht haben, die drei Schlechtesten in Mathe zusammenzusetzen. Und wir saßen dann immer so und dachten so, okay, hat einer von euch eine Ahnung? Nö. Okay, was machen wir jetzt? Joa. Rumsitzen. Okay, gut. Hilft schon zwar nicht weiter, aber passt. Sonst bin ich hier... Ah, okay, das bin ich hier so. Mein Sohn mag auch keine Mathe. Aber Dinos, die kann er aufsagen und unterscheiden. Ja, Dinos sind aber auch cool. Also, ne? Dinos und Mathe. Das sind doch zwei verschiedene Welten.
Meine beste Freundin damals, sie war ein Mathe-Ding. Meine beste Freundin war strohdumm. Muss ich ehrlich sagen, weil ich... Die hat gar nichts geschissen gekriegt. Doch, Kunst. Kunst hat sie gekonnt. Kunst war so echt... Kunst konnte so. Da hat sie mir den Arsch gerettet. Die, selbst in Mathe war sie schlechter als ich. Und das will was heißen. Und ich war echt schon schlecht. Ja, aber viele Mädchen haben mit Mathe Probleme. Und mit räumlichen Denken. Da habe ich feststellen müssen, als ich viel mit technischen Zeichnungen zu tun hatte. Räumliches Denken ist bei mir auch für den Arsch. Also, ja. Es trifft nicht auf alle Mädchen zu, aber ja, ich glaube, viele haben da echt Probleme. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt ja auch... Zum Beispiel Physik kriege ich ja hin. Was ja eigentlich auch immer eher so ein Jungs-Ding ist. In Kunst dafür bin ich halt schlecht. Was ich halt konnte, war Geschichte. Geschichte war eigentlich immer ganz gut. Religion war für den Arsch. Da bin ich raus. Biologie war auch nicht meins. Chemie hatte ich nicht. Ja. Deutsch. Ja, Deutsch war okay. Englisch war auch für ein totaler Bockmist. Latein, als ich das Abi versucht habe. Das habe ich hingekriegt. Latein war super. Erdkunde konnte ich auch. Und Sport war ich mies. Mein Lehrer hat einmal gesagt, ich habe noch nie einer Schülerin eine 6 geben müssen. Ihn schon. Ja. Den meistens nur, wenn sie nicht da waren. Ja. Ich habe eine 6 gekriegt, trotz dass ich da war. Wobei ich es auch scheiße finde, sowas zu bewerten. Weil es gibt nun mal Menschen, die sind im Sport halt begabt. Es sind Menschen, die können halt einfach keinen Sport. Die haben halt einfach zwei linke Füße. Oder Hände. Und das dann auch noch zu bewerten, finde ich halt bis heute echt einfach nur scheiße. Also Sport, finde ich, sollte einfach nicht bewertet werden. Oder zumindest kein Zwang sein. Weil bei mir war es halt auch so, dann wurde man mit Bällen abgeworfen die ganze Zeit. Deswegen hatte ich Angst vor Bällen. Und dann fragt man mich, warum ich keinen Sportunterricht mitgemacht habe. Ja, ich habe mich irgendwann einfach nur noch entschuldigen lassen. Ich hatte keinen Bock mehr. War vielleicht der falsche Ansatz, aber auf der Schule, auf der ich war, das... Nee, es war ein Graus. Und als ich meinen Realschulabschluss nachgeholt habe, da war Sport freiwillig. Und wo ich dann mein Abitur versucht habe, da kam es drauf an, welche Kurse man belegt hat. Ich hatte Gott sei Dank welche belegt, wo kein Sport mit bei war. Das heißt, da war ich auch von Sport befreit. Ich habe eigentlich sogar echt gerne Sport gemacht, aber nicht in der Gruppe, nicht in der Schule. Das war der schlimmste Bockmist. Ich habe meinen Geschichtslehrer beinahe zum Heulen gebracht, aber es fing da an, so mit mir über Daten zu streiten. Jetzt war ich selber schuld. Heute bekomme ich das wohl nicht mehr alles hin, was passiert. Heute könnte ich mir auch nicht mehr alles merken. Also Geschichte fand ich echt cool. Das hat mir echt Spaß gemacht. Aber sonst... Ich bin solche Menschen immer erdgebunden. Ich bin ein Stein. Sportesmord, ich stehe barfuß auf einer flachen Wiese und knicke um. Ja, das passiert mir auch. Das wird jetzt immer schon den Kopf. Hallo, Controller. Jedes Mal, wenn ich irgendwo stehe auf der Wiese und dann sage, aua, meint er nur so, ja, umgeknickt. Mhm. Und schüttelt dann immer nur so mit dem Kopf. Wenn es nicht glauben kann, dass ich es tatsächlich schon wieder geschafft habe, hinzufallen oder umzuknicken. Steine sind toll, die meckern zumindest nicht, wenn man die wirft. Auch wieder wahr. Steine sind meine besten Freunde. Nee, deins nicht. Deins auch nicht. Topazgewand hier. Steinschwingengewand. Ach du grüne Neune.
Gut, das hier war auf jeden Fall der falsche Weg, aber wir haben was zum Ausrüsten gefunden. Ist ja auch schon mal was. Ob wir heute noch den richtigen Weg finden, ich weiß es nicht. Wie spät? Okay, wir haben noch ein bisschen. So 20 Minuten haben wir noch. Warum habe ich echt Hunger? Das sieht so schön aus. Das sieht so schön aus. Die Farben im Spiel sind da. So. Höhle. Mhm. So. Ah, ja, sehr gut. Objekte. Person einer Bekannten ist auch erdgebunden. Er stand auf Inladen. Er stand nur, ist umgefallen und hat sich einen offenen Unterarmbruch zugezogen. Oh, das ist mies. Inliner fahren war auch nie meins. Ich weiß nur noch, wo ich einmal, da war ich mit meiner Mutter unterwegs zur Bank. Da bin ich mit Inlinern gefahren, weil wir in der Schule das Thema Inliner fahren hatten. Und wir üben sollten, auf den Dingern zu fahren, weil wir dann irgendwie so einen Rallye-Kurs hatten. Total auch Schwachsinn. Aber irgendwas muss man sich ja für Sport einfallen lassen. Und dann habe ich das halt versucht zu üben. Und dann bin ich hingefallen. Drehe mich nur um, als ich dann auf dem Boden gelegen habe. Und ich war so kurz da, oder war so knapp an einem Hundehaufen vorbei. Ich lag vielleicht einen Zentimeter neben diesem Hundehaufen. Es war echt knapp. Ich hätte da reinfallen können. Ich hätte da echt reinfallen können. Das war übrigens noch das letzte Mal, dass ich Inliner gefahren bin. Weil ich einfach... Nee, Inliner gefahren war nicht meins. Das war scheiße. Ich hatte trotzdem Schramm, obwohl ich da diese komische Armschützer und Beinschützer hatte. Das hat trotzdem nichts gebracht. Nee, Sport wird nie meins sein. Das wurde mir quasi gründlich verdorben. Oder Laufen. Ich habe das immer nicht verstanden, wieso man da Leute immer zu zwingen muss. Was haben die Lehrer davon? Außer Schüler, die dann nicht mehr zum Sportunterricht kommen. Auch einer der Gründe, warum ich beim Sportfest dann irgendwann nicht mehr mitgemacht habe. So hat meine Klasse wenigstens auch mal gewonnen. Was ich toll fand, war Badminton. Badminton war toll. Da konnte ich aber auch nicht viel falsch machen. Badminton war... Das war in Ordnung. Geld, Hallöchen. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Wie geht es dir? Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Wir sind jetzt hier gerade noch dabei, ins richtige Gebiet zu finden. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Ja, soweit geht es mir auch ganz gut. Ich habe zwar langsam ein bisschen Hunger, aber die 20, 30 Minuten, die schaffe ich auch noch. Bis ich was esse. Sind wir jetzt schon seit, oh Gott, ich glaube 12 Uhr? Kurz vor 12 sind wir, glaube ich, jetzt schon hier am Werkeln. Vorhin mit Final Fantasy 2, jetzt mit Tales.
Ja, wieder so ein bisschen RPG-Zeit genießen. War zurzeit ja nicht ganz so häufig. Ich versinke nämlich zurzeit sehr viel in Lotro. Falls dir das Spiel was sagt. Also, Herr der Ringe Online. Hätte ihr sogar jetzt schon ein paar... Hat ihr das Spiel sogar noch nie gehört haben. Deswegen frage ich da immer, ob ihr die Spiele kennt. So, bitte sagt, dass es hier was Tolles gibt. Nee, es gibt jemanden, den ich heilen muss. Krieg ich was Tolles oder krieg ich was nicht Tolles? Ich kann auf der Suche nach Nahrung und Waffen her, aber hier gibt es nichts als Zögerl. Nicht, dass ich mich in eurem Beisein darum sorgen müsste. Ein Unwetterstein, okay. Nur dafür sind wir hier runtergekommen. Mit deinem Freund The Forest angefangen. Das macht auch echt Spaß. Forest habe ich ein einziges Mal mit einem ehemaligen Kumpel angefangen. Wollten wir auch tatsächlich eigentlich mal als Let's Play aufnehmen bei YouTube. Ist aber nichts draus geworden. Weil die Person dann irgendwann einige Problemchen hatte. Und ich dann gesagt habe, nee. Wieso bringt das Ganze nichts? Ja. Aber das, was ich von The Forest gesehen habe, war cool. Könnte ich mir auch mal vorstellen. Jeder andere hätte sich die Knochen gebrochen. Verletzt und dreckig. Du hast aber keine Verletzung. Du hast dich einen Kratzer. Wer drauf Lust hat, bin ich dabei. Meist am besten ab 21 Uhr, wenn du Lust hättest. Ja, gerne. Müssten wir nur mal einen Tag finden oder so? Dann können wir das gerne mal machen. Bei Forest war echt cool. Da habe ich jetzt neulich auch erst wieder einen Stream von gesehen. Ich weiß sogar nicht mehr, bei wem. Wo hat er jetzt Stream gesehen? Glaube ich, Samstag? Freitag? Ich weiß nicht, Samstag oder Freitag? Ich habe mal wieder Forest angeguckt. Kann man ja über die Ziele alles weiter erklären. Ich kann mich einfach anschauen, wenn du magst. Gerne. Komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, wann. Weil das ja zurzeit alles eher spontan ist, die Streams. Oder wenn ich mal privat am PC bin. Deswegen. Aber das kriegen wir hin.適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。野菜も食えって。いや。なるほど。偏ってるのだな。まあ好きなものを食べがちではあるかな。分かった。お前たちが健康でいられるよう私が面倒を見よう。 Ich glaube, Law freut sich nicht so drüber. あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕を当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。 リンガル、それは心配せずとも戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。ただ、一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ
Okay. Ich vermute mal, dass es hier weitergeht. Berg Tiara. Mina, chotto matte kure. Dou shita? Mada ikeru ze. Yoroi ga omoi nda. Sukoshi yasumitai. Wakatta. Watashi mo sorosoro kyūkei shitai to omotte ita tokoro da. Nanda? Kitaru made. Konna tokoro de michikusa o kutteru hima wa nai wa. Mihagusaru no shufu, nizu made yasumazu susumu beki yo. Dare ga taorete mo 他のものを煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休める時に休むといい。ああ、もう俺が休みたいんだ。それでいいだろ。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。 Statt dass er einfach sagt, ey, danke, dass du auf mich aufpasst. Nein, lieber losmeckern. Was? Ist das nicht, dass den einen da umgebracht hat? Narimoda, sagst du, Tana? Oder noch Kotoka? Umashiki Inochi. Nani? Motomeru was sore nomi. Ja gut, wenn die HP automatisch aufladen. Ich habe jetzt wirklich mit dem Bosskampf gerechnet. Ja gut, zum Abschluss passt das ja. Gott sei Dank habe ich genug eingekauft. Alter, kannst du auch mal jemand anderen angreifen? Sarah ist tot. Alter. Hilfe! Das ist die Frage. Lebst du mich von selbst wieder oder? Ja. Danke. Alter, ist der hart. Weißt du nicht, ob man den wirklich komplett besiegen muss? Ne, schau mal nicht. Oh, mal los. Der ist gut. Oh, diese Eule. Nein, wehe. Wehe, du tschüss, die Eule. Ich sagte wehe. Alter. Ich bin kurz einen Moment, dass ich die Säule stirbt. Dann hätte ich nicht weitergespielt.
死ね。Ja, das ist hier so der letzte Teil der Maske. おい、シオン！アルフ。シオン！掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫。大丈夫だから。なんとか急所を外れたみたい。急所って、そんな、どう見たってさっきのは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある。お前は違う。違わないわ。それに私は何でもないわ。ただありがとう。俺は何も。まあいいさ、無事ならそれで。アルフェン。いや、ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方がよくない？それが賢明だな。シオン、本当に大丈夫か？シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ。治癒術もかけたし、傷跡も残ってないわ。ハローマッパー。や、aber nicht mehr lange。nicht mehr lange。大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたように見えた。ich hoffe es geht dir gut、アルフェン、あれは何だったのだ。光？わからない。俺はただ無我夢中で。考えてみれば、炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか。アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな。失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。オーケー。なあ、das ist ja gut. K.O. werden wir gleich etwas hinlegen. Mach das. Wie gesagt, ich mache jetzt auch nicht mehr so lange.
gehe jetzt noch einmal ganz kurz zurück und gucke, was in dem anderen Weg war. Weil hier scheint es ja definitiv weiterzugehen. Ich wüsste gern, was da oben noch ist. Nicht, dass ich da jetzt vielleicht auch irgendwas übersehe. So, jetzt haben wir diesen Weg hier lang. Ich sag jetzt einmal gucken, wo es hier lang geht. Ich bin doch etwas neugierig. Wer kam? Okay, hier geht es also irgendwann irgendwo anders lang. Also hier ist keine Kiste oder sowas dann. Da geht es dann storytechnisch irgendwann anders weiter. Okay. Mehr wollte ich ja gar nicht wissen. Weil da müssen wir dann ja jetzt definitiv nicht lang. Und einmal wieder runter. Gebirgsbasislager. Es kann auch sein, dass es einfach der andere Weg hier einmal rüber führt. Also darüber. Darüber. Aber mal schauen. Ne, Reisestandort hinzugefügt. Das ist schon mal gut. じゃないか。見はぐさるの主婦ニーズ、そのはずだ。まるで人気がありませんね。建物も。ああ。人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿は見えないな。作りから察するに、レナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に書かれていた絵、あれ、漆黒の翼の紋章だよ。 ダナの昔話、フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった。間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、うん、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。 誰かいないか探してみよう。何があったのか聞けるかもしれない。Okay. So, wisst ihr, wir haben auch einmal speichern.
Jo. Einmal. Und jetzt einmal herausfinden, wie ich hier wieder zurückkomme. Ich bin nicht mehr so gut.